Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin schon auf dem Weg zu Nils und heute drehen wir das Top 5 Booster Ranking 2015 ab und trainieren natürlich Push und wahrscheinlich trinken wir auch einen kleinen Booster. Das werdet ihr alles in ein paar Sekunden sehen. Ich habe mal wieder ein bisschen mit meiner Allergie zu kämpfen, deshalb die roten Augen, nicht wundern. Ich melde mich dann wieder bei Nils. Ja, bis dann. So, unbekannte Ecke, denn ich stehe hier hinten, wo wir eigentlich nie filmen. Boah, wie hell, ich hab reingeguckt. Ich bin bei Nils angekommen, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt. Und wie ich schon erwähnt habe, wir sind gerade dabei, die Top 5 Booster 2015 zu kategorisieren, zu schreiben. Hier haben wir die Liste. Also ich zeige nur die Seite. Hier haben wir Nils. Hallo. Ich hab Hallo gesagt. Genau, wir filmen das gleich ab und dann denke ich mal, nehmen wir einen Booster, einen kleinen. Vielleicht den besten. Ja, dann eigentlich mal trainieren, ne? Hast schon gesagt, ja, ne? Nee, haben wir noch also nicht. Also du warst ja, aber ich habe ja Trainingspause gehabt. Habe ich noch nicht gesagt. Wir waren lange nicht mehr trainieren. Ja, geht's mal wieder ab, ne? Jetzt geht's mal wieder Training. Ich bin ja momentan in der Deload-Phase. Immer noch? Wie immer noch? Immer noch? Ich hab erst vorgestern angefangen. Ich hab so oberkörpermäßig ein bisschen so rein. Also machst du doch kein richtiges Training? Doch, doch, ich mach Push-Deload. Also, Deload. Ja, leichtes Gewicht. Leichte Wiederholung. Leichte Intensität. Was machst du denn sonst? Oh! Nein, Spaß. Der war heftig. Haben wir. Geht jetzt nach Hause. War mir traurig. Na gut, ich melde mich aber später, wenn wir den Boost angemischt haben. Ich weiß noch nicht, welchen wir nehmen, aber er auch noch nicht. Ich auch. Ich hab nichts gegessen. So, wir haben uns entschieden, welchen Booster wir trinken. Welchen nehmen wir? Mesomorph Rocket Pop Flavor. Rocket Pop von Mesomorph. Nee, Mesomorph von Rocket Pop. Nee, Mesomorph von ASB. Und Rocket. Rocket Pop. Ja, Mann. Rocket Pop. Warum hast du so wenig Wasser? Weiß ich nicht, Alter. Ich krieg mich so durst. Auf ein Push-Training. Die Lost-Sides. Kein die Lost-Sides. Prost, meine Freunde. Kein Pussy-Style. Wir haben halben Scoop genommen übrigens, habt ihr gesehen. Krass, also dass wir das mal machen, hätte ich niemals gedacht. Ja. Wie lange haben wir jetzt keinen Booster genommen, Alter? Gute Frage. Vor allem, weil wir schon nachdenken müssen, ist es schon lange, lange her. Fully Loaded war der letzte. Boah, das ist schon lange her, Alter. Boah, das ist ja richtig lange her. Das mit Rafa zähle ich jetzt mal nicht mit. Nee. Am... Ja, ich weiß, was du meinst. 22. Vor einer Woche ungefähr. Fast eine Woche, ne? Nimm doch jeden Tag Booster. Nee, scheiße. Egal. Ich glaube, die Leute wollen das nicht hören, dass wir nicht jeden Tag Booster nehmen. Wir nehmen jeden Tag Booster vor. Mhm. Jeden Tag. 2 Stück. Morgens und abends. Zum Schlafen. Stimmt, eine Zeit lang haben wir doch immer diesen Money Gag gehabt. Ja, ja. Ich kenne jetzt schon. Zum Schlafenbooster. Wollte trinken so einen Booster, um zu trainieren. Ja, genau. Am Anfang. Ich habe schon 2 Deload-Trainings hinter mir gebracht. Sieht man. Jetzt ist irgendwie nicht so überzeugt davon. Einmal so einen Oberkörpertag gemacht. So halt diesen 2 wird natural. Nein, also ich habe den Oberkörperplan gemacht, einfach mal. Aber macht man normalerweise nicht immer für jede Muskelgruppe einmal Deload? Das heißt, du hast jetzt Oberkörper und Unterkörper. Frag mich, warum du das nochmal machen willst. Wie? Normalerweise machen wir immer Deload für jede Muskelgruppe. Nee, man macht ja nicht eine Trainingseinheit Deload. Man macht ja eine Woche Deload. Also sozusagen eine Woche. Man hat ja so eine Trainingswoche. So habe ich das eigentlich gecheckt. Aber egal, kann man ja machen, wie man möchte. Also eine Trainingseinheit würde irgendwie keinen Sinn ergeben bei mir. Ja, es gibt ja auch Leute, die machen zum Beispiel, wenn sie Bankdrück machen, nur für das Bankdrücktraining Deload. Ja klar, das ist dann nur für eine Übung. Mhm. So. Also ich wollte ja so, sag ich mal, meinen ganzen Körper ein bisschen Ruhe gönnen, beziehungsweise ein bisschen Regeneration des ZNS. Hey, dann macht sich die ganze Zeit lustig darüber, aber nein, stopp. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Genau, heute gehen wir wieder zusammen trainieren, deshalb mache ich jetzt ganz easy Push. Deload Salz, morgen Pull, Deload Salz, übermorgen Beine, Deload Salz. Wie viel Kilo machst du denn dann Deload? Was? Wie viel Kilo? So. Wie? Zweite eine Stange? Wie, was denn? Bankdrücken? Ja. Oh man! Nein, ich mach. Ich muss mich doch nicht rechtfertigen. Nö. Es kommen Kommentare. Hä, Ami, wozu brauchst du Booster bei Deload? Stimmt. Digga, mach mal kein Deload. Mach mal normales Training. Bist du vorangekommen, oder? Ja, du machst das schon. Ich meine, Freunde. Ich mach's nur noch 3 Tage oder Freunde, so. Freunde, wir machen mal hier. Machst du nur noch eine ganze Trainingseinheit? Dann noch eine. Also ich muss gucken, bis Ende des Jahres, neues Jahr, neues Glück. Boah, so lange, ja. Neue Training. Muss ich auch mal gucken, in was für ein System ich einsteige. Den Melzer hier neben der Freunde. Wir gucken mal, in was für ein System er einsteigt. Den Melzer ist ein Fan von Deload. Ja, genau, in was für ein System ich einsteige. So. Wie ein Bike-System, Alter, oder 360 Grad, Alter.
No joke. No joke. No homo. 5x5 also. Wow. Hast du nicht gemacht. Da macht er das mit Deload. Brutal das Training, ne? Wie trainierst du heute? Ganz normal. Wie ein Mann. Weil die kommen ja keine aktuellen Vlogs momentan. Nee, Alter, keinen Bock mehr auf YouTube. Ist mir alles zu viel geworden. Machst ja. Du machst ja jetzt Top 5, Booster Ranking ja. Als nächstes und dann. Und dann so Dings. Ja, für mich wie so ein Interview bei hiphop.de oder so. Ja, du releasest jetzt gegen Ende des Jahres Top 5 Booster. Ich bin der Ruse. Ich bin Ruse. Du machst ja Top 5 Booster Ranking. Genau, und dann machst du ja Jahresrückblick. Genau. Hab ich gehört. Oh, da guck dir mal meine Videos. Genau. Boah, ich aktuell hier, Alter. Eigentlich wollte ich heute. Oh, aber. Ja, ich schaff das nicht. Ja, wegen Dilo zu hart, ne, danach. Das Pumptraining mit Rafa kommt online. Und dann kommt das Booster Ranking. Und dann kommt nochmal der Jahresrückblick. Der Jahresrückblick soll am 30. kommen. Nice. Gucken, was das für ein Video wird. Das wird so ein Freestyle-Laber-Video. Emotional? Ja, Alter, ich werde richtig heulen, Alter. Nicht emotional, aber ich werde mich in meinen Gartenstuhl setzen und flennen. Ja, wird emotional. Ja. Ich bin gespannt. Nee, ich würde mal so alles Revue passieren lassen, weil man muss ja auch bedenken, so Anfang des Jahres hatten, ich sag ja immer wir noch gerade so 2000 Abos, Mann. Und jetzt, das Ding ist halt, man könnte sagen, in einem Jahr so 9000 Abos ist nicht viel, aber Freunde, bedenkt, wir haben kaum viele Koops gemacht. Nee, wir haben halt mit Oscar was gemacht, wir haben mit Road to Glory was gemacht. Zweifelte Koops. Genau, und dann haben wir jetzt nochmal was mit Rafa gemacht, gegen Ende des Jahres. Aber das Ding ist, ich finde es so cool, dass wir uns treu geblieben sind. Wir haben nicht mit jedem kooperiert. Wir hatten mehrere Kooperationsanfragen, Freunde, das darf man nicht vergessen. Aber wir sind uns halt treu geblieben. Wir haben mit den Leuten erstmal zusammengearbeitet, die uns sympathisch sind. Haben auch mit YouTubern zusammengearbeitet, die am Anfang, die uns gar keinen Mehrwert abonnententechnisch geboten haben. Athletic Nerds, bestes Beispiel, haben jetzt auch, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Abonnenten schon, die gehen mega ab. Die sind nur noch in Deutschland unterwegs, ohne Ende Koops machen. Und ich bin halt so froh, dass wir haben halt mit den Leuten kooperiert, die uns mega sympathisch waren, unabhängig davon, wie viele Abos sie haben. Und das finde ich halt auch echt wichtig, weil man soll sich immer selbst treu bleiben. Und sowas, das ist für einige vielleicht nicht viel, so 9.000 Abonnenten im Jahr, aber das Ding ist... Man muss halt sagen, das ist schon mega. Man muss, darf nicht vergessen, Freunde, es gibt Leute, die haben mehr Abos wie wir, aber wir haben halt eine krassere Fanbase. Also die Leute, die hinter uns stehen, die unsere Videos gucken, die das gerade gucken, die sind, Booster Connection beispielsweise. Die sind krass, also, Alter, weißt du? Ist ja auch schon also, das so, ist halt, es ist eine Gemeinschaft. Ich meine, wir sind eine Gemeinschaft. Was bringen dir 100.000 Abos, wenn die Leute irgendwie so, ja, Pille-Palle, aber wir haben halt richtige, wir sind, guck mal, es gibt immer, die sagen, es gibt Leute, die sagen so, ja, Army. Die und die Army, ach die so, und die ja. Army, Alter, aber das Ding ist, Alter. Wir sind die Army. Nee, genau, das Ding ist, das ist wirklich eine Army bei uns, Alter. Ja, Booster Connection. Genau, Alter. Genau, wie du gesagt hast, und für uns ist schon ziemlich viel passiert, so in diesem Jahr. So. Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, neue Leute kennengelernt, viele neue Leute. Ich meine, das Konto ist jetzt voll mit Money, Alter. Nein. Neue Leute kennengelernt, so. Genau, ja. Viele neue Bekanntschaften, ja. Freunde geknüpft. Aber wir machen ein Deload-Training, Alter. Osem. Du wirst jetzt für Osem, immer... Junge. Osem. Ich will so muff rückwärts. Osem. Hä? Also Meso. Ach so, ja. Mesomorph rückwärts Osem, Junge. Er sagt immer Meso, jetzt sag ich Osem. Also war das Mesomorph? Mephisto, Alter. Mephisto. Mephisto kriegt auch dich, Alter. Mephisto. Was? Also ich hab. Freunde, am 30. wenn ich das in den Jahresrückblick bringe, ist Armin gerade im Deload-Training. Also. Es geht Silvester so, Alter. Nichts Besonderes, ne? Nur chillen mit Familie. Ja. Freunde. Knallern ein bisschen. Knallern. Girls werden geknallert. Der persische Prinz holt seinen Prängel raus, Junge. Dann Prügel, Junge. Bam, 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 Junge. Der persische Penis. Pipi. Der Pipi. Der persische Pipi, Junge. Ich komm schon auf die Fibo, Mann. Also, wenn wir schon dabei sind, Alter. Ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ganz leicht, aber nur. Ja. Ich cutte hier so ein bisschen. Den kann ich. Nein, aber ich überlege, meinen Bart fürs neue Jahr wegzumachen. Okay. Habe ich dir auch mal erzählt. Ja, klar. Dass ich ihn einfach komplett wegmachen, dann ein bisschen hier so die Friese machen so. Und dann mal wieder wachsen lassen. Zum neuen Jahr einfach, dann ab 2000, so ins neue Jahr, so fresh ins neue Jahr rein. Ja. Und dann einfach wachsen lassen, mal gucken. Aber eigentlich muss ich sagen, gefällt mir. Also, so der Bart. Das Ding ist, das ist einfach verrückt. So ein Bart ist richtig verrückt. Ich wollte eigentlich so einen chilligen 3-Tage-Bart, jetzt habe ich einen 3-Monats-Bart. Ja. Das Geile ist halt, die geht außer Kontrolle. Man braucht sich nicht mehr so oft rasieren, Alter. Das gerät einfach außer Kontrolle. Out of control! Ist wirklich so. Also, ich wollte einfach so. Also, was ich immer noch, Freunde, schreibt das mal in die Kommentare. Was ich immer noch eine coole Idee fände, wäre,
Du hast ja mal diese, also mit dieser Idee da, sowas wie Gaining Bad, bei mir, so ja, nur ja. was bei dir. Wenn Arm jetzt zum Start dieser Serie sein Bart abrasiert und, nach, und ab dann wachsen lässt bis zur FIBO. Das fände ich geil. Einfach wachsen lassen, mal gucken, wie lang das dann ist. Vor der FIBO dann natürlich nochmal so, damit ja, du auch auf FIBO ja. fresh aussiehst. Ich mach da eh fresh immer. Nicht stutzen lassen, nur einfach wachsen. Schreib mir bitte in die Kommentare, wie das finden wir. Ich fände die Idee mega cool. Ich würde das ja auch machen, nur bei mir ist es so, ich würde halt so nach 4 Monaten nicht anders aussehen wie jetzt. Nur halt so ein bisschen ungepflegter. Da würden die Leute, wie schon gesagt, bei Armin sagen die Leute, ey, Armin, chilliger Bart. Bei mir sagen sie, oh Nils, Alter, ist irgendwas Schlimmes in der Familie passiert und da sieht es ganz schön schlimm aus. Oh nee, sag nicht so. Okay, schreib mal in die Kommentare auch. Genau, das nochmal so nebenbei. Ich mach jetzt einen Cut, wir fahren ins Training. Ja, zeig ich nochmal ein bisschen was. Ja, Stilo-Training, ne? Kannst du auch während der Übung eigentlich reden, ist ja nicht so anstrengend. Ja, ich kann reden. Hab ich gar nicht wirklich. Was denn nix, Alter? I'ma teach you that real shit. Yeah, I know. Take it. Yo. Do you wanna spend your whole life doing nothing, living like a fucking puppet when life sucks? You kick the bucket. No. It got you yelling, fuck it, abusing a little something, feeling lost without a compass, and all of a sudden, smoke. Dealing with some shit you cannot stomach. So you take a loaded musket, shove it down your throat, then pull the trigger. Whoa. Bullet to your mullet, now your brain is under. No. What a poor soul. Oh. So welcome to the show. I'ma teach you all a few things. Fuck a new chain and fuck everything. The new saying. Hello to a new day. Anger in my blue veins. Feeling, but I never seem to focus. That's a good thing. Yes, I'm living life, but your bitches, she a cruel game. I'ma try, you decide, you can choose if you play. And if you don't, I can show you where the new things. Maybe then you'll have a view change. View change. All I wanna do is smoke. Need to get rid of all this bullshit. View change. All I wanna do is smoke. Feeling so down, I need a huge lift. View change. All I wanna do is smoke. When I'm sick of all these damn humans. View change. Gutes Licht, deshalb mache ich jetzt noch meine Aufnahme. Das Training ist vorbei und ja, es ist jetzt schon relativ spät. Das Training ist schon lange vorbei. Ich mache jetzt nur eine Aufnahme. Ja, es ist halt nach den Feiertagen und ja, ich bin da noch ein bisschen mit meiner Familie und sowas. Deshalb kann ich ja nicht immer irgendwas filmen. Aber jetzt beispielsweise habe ich Zeit. Es ist schönes Licht hier, obwohl es draußen dunkel ist. Aber ich finde es mega geil. Das Licht ist geil. Ja, ich wollte noch mal ein paar abschließende Worte zum Training sagen. Ja, D-Load, wir haben uns vorhin ein bisschen lustig gemacht darüber so. Aber im Prinzip ist das eigentlich ganz nice. Ich habe mich jetzt entschlossen, das bis zum Ende des Jahres zu machen. Beziehungsweise bis Anfang 2016. Das heißt, ab Anfang Januar werde ich den neuen Plan einfach durchziehen. Das heißt, was heißt der neue Plan? Einfach nur meinen alten Plan, nur ein bisschen überarbeitet. Es bleibt beim alten Push, Pull und Legs. Die Serie The Walking Gains muss ich unbedingt mal anfangen. Ich habe mit Jens vorhin darüber geredet, dass ich das mal langsam in die Gänge, dass ich damit langsam mal anfangen sollte. Ich habe es mir eigentlich ganz geil vorgestellt, so ganz genau auf die Ernährung und sowas einzugehen, aber ja. Ich brauche ein geiles Intro dafür, ich will es halt nicht so einfach so dahin klatschen, sondern schön geil machen, deshalb bin ich da ein bisschen dran, das zu machen. Und da werde ich auch bestimmt auf das Training eingehen, wie ich das dann gestalten werde, die nächsten Monate, sage ich einfach mal. Ja, ich setze mich jetzt einfach mal daran, dieses Video zu bearbeiten. Das heißt, später in ein paar Stunden werde ich das Video mal bearbeiten. Und am Montag kommt es online. Das heißt, heute ist Sonntag, wo ich das mache. Ich denke mal, das ist relativ aktuell, ein aktueller Vlog. Denn jetzt kommen ja momentan keine aktuellen Vlogs, wie ihr vorhin vielleicht unserem Gespräch entnehmen konntet. Und das Top 5 2015 Booster Ranking ist natürlich auch, war richtig geil irgendwie, war richtig spannend, das alles irgendwie nochmal durchzugehen, welche Booster es gibt und sowas. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen mit Pre-Workout-Session. Dummes Gelaber, wie immer, und bisschen Training. Auch, ich sage wie immer nicht, gebt den Daumen ein Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Und ja, ich denke, vor Silvester, beziehungsweise vor dem neuen Jahr, wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Ja, es wird jetzt kein Jahresrückblick oder so, wie ich vorhin gesagt habe, sondern einfach so ein Vlog, wie immer, mit Gelaber. Eventuell auch mit, ja, meine Zukunftspläne, beziehungsweise meine Ziele fürs neue Jahr. Bis zum nächsten Video, habe ich schon gesagt. Is back smoking crack with Jack Black. I smack ass, keep a fat stash, a ganja on the knapsack. Fuck your faggot, snapback and hashtags. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad.